auf Jörg. Ach, jetzt habe ich leider das Mikro vergessen. Egal. Ich bin auf Jörg. Ich will heute mal kurz auf die große Dünntalsperre nehmen. Und mal gucken, was ich da einfangen kann für die Kamera. Das Wetter ist super, das Wetter soll auch super bleiben. Wolken sollen ein bisschen zunehmen, aber kein Niederschlag kommen. Was wollen wir mehr? Temperatur haben wir im Moment, glaube ich, so 22 Grad. Es sollen geben 24 Grad. Da wollen wir mal gucken. So, jetzt hinter uns haben wir einen Blick über Köln. Wir sind jetzt hier auf dem Panoramaradweg. Der führt uns jetzt gleich irgendwann in ein paar Kilometern auf die B506. Da auch noch mal ein traumhafter Blick ins Bergische. Super schön. Wie ein frisch gepflügter Acker. Super Blick hinten übers Schärfbachtal. Und da nochmal Richtung Wesseling und ganz da hinten das Siebengebirge. Ich bin jetzt hier schon über 20 Minuten an der B506 entlang. Also so langsam reicht es mir. Das ist ja ein Lärm hier. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt in dem Mikro verstehen kann, wenn hier die Autos vorbeirauschen. Aber es geht noch ein Stück auf der Landstraße hier entlang, bevor wir dann links runterfahren zum Ende der Dünntalsperre. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir da rumkommen. Noch einen schönen Schwenk ins Bergische. Hier habe ich ein schönes Plätzchen gefunden. An der Dünntalsperre. Normalerweise kommt man an die Dünntalsperre gar nicht so nah ran. Die ist eigentlich ganz umzäunt, weil es ist eine Trinkwassertalsperre, damit hier nur ja keiner reingeht und schwimmt oder paddelt oder segelt oder was weiß ich. Wir sind hier an dem längsten Arm der Talsperre, der am weitesten rausgeht. Ich gehe hier mal runter. Können wir mal gucken, wie klar das ist. So, jetzt wollen wir hier mal wieder hochgehen. Da sind wir wieder. Da fahren wir jetzt weiter. Anderthalb Stunden bin ich jetzt unterwegs und habe
25 Kilometer hinter mir. Ich gehe jetzt hier mal auf die Karte, wo wir sind. Mal sehen, ob wir dem Weg so weiter folgen können, dass er so gut ausgebaut bleibt. Schönes, ruhiges Plätzchen hier. Am Wochenende ist hier bestimmt mehr los. So folge ich weiter dem Weg rund um die Dünntalsperre. Der hat viele kleine Arme, die man alle umrunden muss. Hier ist einer. Ansonsten eigentlich hier ein ziemlich breiter Wirtschaftsweg. Natürlich ein bisschen holprig, aber es geht. Hier stehe ich jetzt auf der Talsperrenmauer, die große Dünntalsperre von der kleinen trennt. Das ist jetzt noch nicht die Talsperrenmauer, von der dann nachher weiter die kleine Dünn weiter Richtung Leverkusen und Richtung Rhein fließt. Das ist die große. Das ist die kleine Dünntalsperre. Boah, ist das herrlich ruhig hier. Sagenhaft. Fernab jeglicher Zivilisation sind wir hier. Ging gerade einen halsbrecherischen Waldweg rauf und runter, den man nur ganz langsam fahren konnte und voller Schotter. Aber jetzt haben wir wieder einen asphaltierten Wirtschaftsweg vor uns. Jetzt müssen wir eine Weile den Berg rauf. Bis es dann, ein Haus, bis es dann nachher wieder weiter Richtung Dünntalsperre geht. Jetzt sind wir aber hier in einem finsteren Wald. Jetzt wollen wir hier mal weiter gucken. Mal gucken, ob ich hier im Fahren filmen kann. Es geht hier schon mächtig runter. Ich weiß nicht, ob man das im Film so sehen kann, aber das ist schon nicht schlecht. Aber ich fahre ganz langsam. So, hier haben wir noch einen schönen Blick auf die
Dünntalsperre, das ist die kleine Talsperre. Wir fahren jetzt, das ist die große Talsperre, aber wir kommen gleich auf die Staumauer zur kleinen. Schöner Rastort hier. Und es plätschert so schön hier. Hört ihr das? Und hier die andere Seite. Müssen hier Fische drin sein. Wieder ein schöner Blick hier unten auf den Hof. Pferdehof. Überall ist die Wiese frisch gemäht. Toll. Wunderschön hier. Hier haben wir einen Blick von oben auf die große Dünntalsperre, die hier mit einer großen Staumauer abgeschlossen wird. Das ist unsere Dünn, unser Heimatfluss, der kurz zuvor aus der Dünntalsperre kam und jetzt weiter fließt Richtung Altenberg, Odental, Leverkusen-Schlebusch, weiter durch Leverkusen durch, bis er letztendlich zuerst in die Wupper mündet und kurz darauf die Wupper dann in den Rhein. Der Altenberger Dom. Das Hotel Altenberger Hof. Die erste Adresse hier in Altenberg, wenn es ums Speisen und Nächtigen geht. Und die Torschenke. Durch Osenau sind wir durch. Jetzt geht es noch weiter ein Stück der Dünne entlang. Richtung Schlebusch. Da hinten ist die Dünne.